Ja, einen schönen guten Abend. Anliegen für mich ist nicht, dass ich Sie auf die Konstruktionsgrammatik-Tagung Ende März hinweisen will, sondern die Folie benutze ich nur im Moment als Platzhalter und das hat sich irgendwie angeboten. Nein, ich möchte ein neues Tool vorstellen, das ich bekommen habe und das ich in naher Zukunft einsetzen möchte. Vielen Dank für den Tipp an Roman Starke von Weltgestalten. Hier ging es eigentlich ursprünglich darum, dass man bei der Aufzeichnung oder in der Videoaufzeichnung gut ausgeleuchtet ist. Und um nicht zu viel zu sagen, das geht mit dem Tool sehr, sehr gut. Ich benutze es aber nicht, denn ich möchte es für etwas anderes zeigen. Und das wird hoffentlich Anne und Uli von 22 Monate gefallen. Das ist nämlich der Elmo Presenter MX1. Auf den ich jetzt mal ganz kurz umschalte, um zu illustrieren, was man so alles damit tun kann. Ja, der Elmo Presenter ist eine Kamera, kommt in einem schicken Kit und die Bilder, die ihr gerade seht, die nimmt er auf in 1080p und man kann jetzt also nebenbei, packe ich jetzt gerade daran herum, How to Setup, das sieht eigentlich alles relativ entspannt aus. Und damit lassen sich nämlich, anders als das Fachmenschen, wie Anne und Uli das nannten, sehr einfach Aufzeichnungen machen, nämlich zum Beispiel von den eigenen Händen, während man spricht. Oder es lässt sich nebenbei in einer recht schmalen Bedienungsanleitung blättern, nämlich genau dieses MX1. Und da man, wenn man Linguist ist, gern auch an Übungen arbeitet, die das Papier erfordern oder bestimmte Aspekte zeigen will, kann ich das jetzt sehr, sehr einfach machen, ohne dass ich hier komplett und schwierig schneiden muss, was mich sehr, sehr freut. Und dafür ist der Presenter von Elmo wirklich eine tolle Adresse. Und wenn ihr im Moment die Augen offen haltet, bekommt ihr dieses Schmuckstück nicht für 300 oder 400 Euro, sondern für relativ schlanke 150 Euro. Also schaut euch danach um, es lohnt sich wirklich und ich freue mich darauf, das Tool einzusetzen in der einen oder anderen Richtung. Also das war ein kurzes How-to-Stream Nummer 6 mit einem sehr schönen Praxisbezug. Und wenn wir die ganzen Dinge eingesprochen haben, das kann ich auch nochmal zeigen, dann kann man natürlich hier relativ schnell Figuren hin und her schieben und das Ganze läuft dann auch in 60 Frames. Das ist nur jetzt hier nicht möglich, da ich im Moment zwei Videoquellen angeschlossen habe und dass mein gutes Notebook, das schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ein wenig überfordert. Ja, in diesem Sinne einen schönen Abend und hoffentlich auf bald. Vor allen Dingen Anne und Uli.